Limon, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich habe mir was Schönes überlegt. Wir werden heute, für die, die es nicht kennen, der gute Naim Sky hat ein Format, das heißt Erkenne den Koch. So, und da haben wir zwei Gewinner gehabt. Einmal ein Gourmet-Koch aus Erkenne den Gourmet-Koch und einmal ein Gewinner aus normalen Format Erkenne den Koch. Die werden wir heute gegeneinander antreten lassen. Alles Weitere ist, glaube ich, schlauer, wenn ich das gleich erkläre. Wir werden erstmal die Jury dazu holen und dann stelle ich die Kandidaten selber vor. Ich würde sagen, let's go. Jury, gerne einmal zu mir! Alles gut, alles gut. Alles gut? Was geht, Junge? Alles gut. Ah, Jungs, euch in dieser Zusammenstellung, ich hol dich mal nach rechts einmal, dich nach links, das ist mir eine Ehre. Gab's du noch nicht? Ist mir eine Ehre, Bro. Ja, geil, Mann, ich freue mich richtig. Ich habe eben schon das generelle Format erklärt. Zwei deiner Gewinner aus Erkenne den Koch gegeneinander. Mhm. Ne? Das eine Gourmet-Koch, der andere Private Dining, die erzählen gleich noch ein bisschen was über sich selber. Aber über die Runden, die wir machen, da wirst du auch noch gar nicht genau Bescheid, was gekocht wird. Gar nicht, deswegen, ich bin heiß und ich bin hungrig. Du hast uns nichts verraten. Das Einzige, was wir wissen, dass es heute wahrscheinlich geiles Essen gibt. Genau. Ja, sehr geil, es wird sehr geil. Also ihr werdet gleich an die Zuschauer die erste Runde direkt erfahren. Es ist nach folgendem Format aufgebaut. Erste Runde wird was sein, wo die Jungs was kochen, was exakt die gleichen Zutaten haben, auch das gleiche kochen müssen, um zu schauen, wie kochen die exakt dasselbe Gericht. Smart, das ist sehr, sehr smart. Exakt das gleiche wahrscheinlich, ist richtig, genau. Wer macht so besser? Ja. Und Runde 2 ist eine freie Runde, kriegen die alle Zutaten so für sich und Zutatenliste X, 15 Zutaten, jeder kann frei entscheiden, was er braucht. Und Runde 3 wird eine Burgerrunde sein, auf die sie sich vorbereitet haben sogar. Oh, geil! Geil, Digga! Also wir haben alles dabei, was heute rauskommen kann und... Ja, weil es am Start. Also wir können heute geil snacken. Wir werden übelst heftig essen. Ich lieb's, wenn du mich einlädst. Ich will einfach nur essen. Ja. Ihr macht euer Ding, ich snack einfach. Jetzt mal ein Nickerchen, bis wir essen. Ja, cool. Dann würde ich sagen, holen wir die Kandidaten mal rein, ne? Die Kandidaten bitte zu mir und... Ich habe eben schon viel Reden geschwungen über eure Künste. Vielleicht erzählt ihr nochmal über euch selber überhaupt, warum ihr so geile Köche seid und warum ich euch eingeladen habe. Oh, ich würde sagen, der Nick fängt gerne an. Hervorragend, oh, danke. Ja, ich mache eben bei Private Dinings, war auch schon bei Naim als Gast und auch als Jurymitglied. Sehr, sehr dankbar und dafür. Und Gewinner. Und Gewinner, jawohl, und Gewinner. Und habe die Ehre, mit Simon heute zu kochen. Großer Favorit auf jeden Fall heute. Also bei ihm ist wirklich, er hat gekocht, ne, bei Naim, und du kannst dich mit Sicherheit auch noch dran erinnern. Er hat gegen Köche angetreten, ist selber kein Koch, hat dieses Format gewonnen. Und der hat uns als so kleine Vorspeise, hat uns so einen perfekten Löffel serviert. So wie bei The Taste oder so. Perfekten Löffel, du hast den gegessen. Vor allem, krieg noch heute einen. Er hat gewonnen gegen einen, der eine abgeschlossene Ausbildung hatte. So. Ja. Wir dachten ja, dass er der echte Koch ist, obwohl derjenige mit der abgeschlossenen Ausbildung es war, aber hat halt leider verloren. Also wir waren nicht so begeistert. Und er hat halt Leidenschaft und Seele im Kochen, das muss man sagen. Also er hat es im Herzen. Servus, ich bin der Simon aus München. Ich habe Koch gelernt und mich vor 3 Jahren, nachdem ich die Meisterschule beendet habe, selbstständig gemacht als Privatkoch. Ja, ich habe bei Naim auch mitgemacht, bei Erkenne den Gourmet-Koch. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, dass wir alles kochen dürfen. Und ja. Du hast mir auch einmal erzählt, du hast irgendwie so einen krassen Basketballer, der im Ausland spielt, der immer extra hierher kommt oder so, du für ihn kochst oder du zu ihm oder so. Ich habe mehrere bekannte Gäste, sage ich mal. Auch Fußballer meinst du? Ja, genau, so ein Fußballer, ein Basketballer oder habe halt auch viele andere Kunden, Familien in München etc. für dich. Ich wohne regelmäßig was Großes koche oder eben was Entspannteres. Ich wohne auch in München und ich habe schon immer von jemandem wie von dir geträumt. Ich weiß nicht, ob meine Frau. Ich hoffe, meine Frau hat nicht von dir geträumt, aber ich auf jeden vielleicht Fall. Doch, ja. Vielleicht auch doch. Also ich weiß auf jeden Fall ich, aber das ist ja ein Traum, was ich mal daran, der einfach so, so die Mahlzeiten kocht, worauf du Bock hast. Oh, vor allem er, das ist eine absolute Maschine. Oh, da bin ich mal gespannt heute. Und ich habe mir einen Special noch überlegt. Ich hau noch für den Gewinner einfach so 500 Euro für den Gewinner heute noch. Das wussten die beiden. Einfach so. Einfach so. Ich klatsche selber. Reicher Mann, was soll man sagen? Nee. Reicher Mann. Oh, und noch dazu, Naims Uhr kriegt auch noch. Der Gewinner auch noch dazu. Oh, Naim ist immer so geil eingecremt, Mann. Du riechst so. Geil. Ich würde sagen, in dem Sinne. Oh. Der Mann macht mich mehr. Der hat die ganze Toilette vollgeschissen. Hast du es schon mitbekommen? Okay, man hat. Ihr soll ja. Ich würde sagen, wir starten mit Runde 1. Ach ja, ihr wisst ja noch immer noch nicht, worum es geht. Runde 1 ist Schnitzel. Ihr werdet Wiener Schnitzel machen unter gleichen Bedingungen. Boah.
Ja. Okay, krass. Unter gleichen Bedingungen werdet ihr Wiener Schnitzel machen. Aber Bro, ich bin vegan. ich dachte, jetzt kommt die Halal-Schiene und ich hab's verplant. Ja. Ja, ihr werdet unter gleichen Bedingungen exakt den gleichen Kalbschnitzel mit einer Bratkartoffelbeilage machen. Bratkartoffeln natürlich mit Kartoffeln vom Vortag. Wer macht es besser? Und damit geht das los. Also ihr könnt die Boxen öffnen quasi. Jawohl. Der Furz stinkt gut, Alter. Der ist gut. Ihr habt beide schon mal Schnitzel gemacht, wahrscheinlich. Nö, das erste Mal. Oh. Ehrlich? Oh. Ehrlich? Ernsthaft? Dreh ich hin, ja? Oh. Echt? Und bei dir? Boah, das letzte Mal in der Ausbildung, glaube ich, ehrlich gesagt. Mhm. Ist Googeln erlaubt, liebe Jury? Ich würde sagen, eigentlich nicht. Nee. Eigentlich nicht. Also spannender wäre es, wenn man es bei uns freestylt. Bei uns verboten. Ja, ja, dann ist Googeln verboten. Ist das für dich in Ordnung, Nick, oder ja, ist das der Feierabend? Klar. Okay. Ich weiß auch, wie man pariert. Okay, okay. Die Leute. Ist okay. Kackt man da nicht, Mann. Er nimmt gleich Wasser aus dem Wasser an. Ja, du bist ja Wiener Schnitzel-Experte. Du kommst ja auch hier. Ich komme aus München. Du hast ein oder andere Schnitzel verdrückt, ja? Ja. Vom Skifahren und hier und da. Ja. Das heißt, du bist heute der Überkritiker. Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Mal gucken. Jörn ist immer recht entspannt bei Werdung, so wie ich ihn kenne. Er ist nicht so. Ich bin nicht der Holle auf jeden Fall. Ja. Nee, ich bin auch immer. Bei dir beißt man irgendwie in das perfekte Ding rein und. Ja. Na ja. Also der Burger war richtig gut, aber das Fleisch war außen nicht ganz so knusprig. 6,2. Ja, so. Und dann nächstes Video: schlechtester Burger. Nein. Also ihr könnt eigentlich direkt loslegen, würde ich sagen. Ihr müsst nur wegen Zeit gucken, dass ihr irgendwie versucht, zeitgleich fertig zu sein. Kriegt ihr das? Was ist denn die Zeitvorgabe? Ja, hätte ich auch gedacht. Ja, das ist eine Zeitvorgabe. 5 Minuten. Ja, was ist realistisch? 25 Minuten mal? Ja, 25 Minuten ist, glaube ich, ja, 25 auf jeden Fall. Okay. Ja. Da müsst ihr jetzt gucken, ne, dass ihr das so gestaltet, einfach, dass ihr dann einen geilen Teller habt. Es muss nicht jeder ein ganzes Schnitzel haben. Falls ihr eins zum Schluss nimmt, dann könnt ihr es auch drei teilen oder so. Ne? Also die haben ja nur begrenzt Platz zum Kochen. Ne? Sie können jetzt nicht irgendwie drei Schnitzel gleichzeitig machen. Okay. Also es ist nicht schlicht, drei zuzubereiten. Hauptsache, jeder hat einen geilen Teller. Wenn alle bereit sind, starten wir die Zeit. Nee? Mach über 30. Dann würde ich sagen, Zeit startet in 3, 2, 1 und Tempo. Ich komme mir gerade so blöd vor, das sind so zwei Profis und ich sitze hier und sag gleich, nee, eigentlich machen wir das nicht so. Ja, und entscheidest dann auch noch natürlich über Geldgewinn, ja, oder sonst was. Ne? Du entscheidest so über vieles. Boah, ganz ehrlich, fremde Küche, erstmal zurechtfinden, erstmal ein bisschen eingrooven, mal schauen, wie der Herd funktioniert, wie es ist in jeder Küche immer komplett unterschiedlich. Dann erst mal schauen, was hier so Sache ist. Hast du alle Kartoffeln gemacht? Nee. Ja. Echt jetzt? Ja, wir müssen ja nicht alle reinmachen. Ich wollte sagen. Das, was halt in die Pfanne passt. Ja. Hui. Ihr habt auch komplett andere Ansätze. Ne? Der eine hat jetzt schon Bratkartoffeln losgelegt, Nick hat noch gar nicht. Nö. Er macht die auch so gewürfelt. Ne? Die müssen schön kross sein. Ach, du machst die gewürfelt, die Bratkartoffeln? Ja, klar. Wir sind aus Frankfurt, Mensch. Ja? Wir essen sie mit grüner Soße. Ja, der macht noch grüne Soße dazu, der Nick. Nein. Wie kommt das denn, dass einer schon fast fertig ist, einer nicht? Hat das strategische Gründe oder was ist jetzt der Grund dafür? Das weiß ich nicht, das werden wir noch sehen. Bist du einfach zu langsam oder was soll ich? Schaut es eigentlich geil aus. Da steht der, ja. Nein, ich bin nicht zu langsam, aber ich will, dass es warm auf dem Teller ist. Ja, liebe Kinder. So, Genossen. Ich nehme es einfach mal vorweg, vielleicht tue ich dem einen oder dem anderen gefallen. Bist du vergeben oder? Nee, noch nicht. Noch nicht vergeben? Und du? Meldet euch. Ich bin vergeben, ja. Er ist vergeben, okay, weil ich meine, so für die eine oder andere Frau oder den einen oder anderen Mann, je nachdem, worauf man Lust hat, da draußen jemand, der kochen kann, einen Partner oder eine Partnerin. Verlinkt in der Videobeschreibung. Da sagt man, glaube ich, da sagt niemand Nein dazu. Oh, okay. Nee, definitiv nicht. Ja. Also ich glaube, dass man so gut kochen kann als Mann? Es gibt schon einige Vorteile dadurch.
Ja. Aber man hat natürlich dann auch als Frau die Erwartung, dass der Mann jeden Tag kocht. Ja, ah, aber das wollen wir nicht, Mensch. Das wollen wir auch nicht. Aber ist dann so ein Date, sieht das dann, da kommt man ums Kochen nicht herum, oder? Das ist ja, ja so, wie wenn man... Ja, man ja, ein oder anderer Mann vielleicht die graue Jogginghose beim ersten Date trägt. Packt man aus, was geht. Da packt man, da zeigt man, was man hat. Das Problem ist tatsächlich, wenn man Koch ist oder kochen kann, dass viele das so als Selbstverständlichkeit sehen und immer sagen, egal ob Freund, Spätzle, Bekannter oder in der Vergangenheit irgendeine Frau vielleicht, die dann sofort sagt, ja, ich kann ja, ich komme zu dir, du kochst was. Aber ich sage ja auch nicht zu meinem Mechaniker-Spätzle oder zu sonst wem, sag ich auch nicht, ja, reparier mein Auto, du Mann. Aber das Kochen sehen immer alle so als selbstverständlich, das ist so lustig. Also ich koche echt gern, muss ich sagen, für Freunde und so, ich mache denen gerne Freude, aber viele, denke, die man nur so also am Rande kennt, die nehmen das immer so als Selbstverständlichkeit. Die denken, ja, Kochen ist ja keine Arbeit. Ja, ja. Ja. Bei dir nein, kochen, mit jemandem reden gleichzeitig? Ja, aber ich koche am liebsten alleine so. Ja, ne? Am liebsten alleine für mich. Aha. Ja, sonst? Das Ding ist, das bringt mich auch richtig runter, finde ich so, im Alltag. Aha. Ich mag das voll, abends alleine mein Stuff zu kochen. Das bringt dann echt runter. Was kochst du so? Ach, nur so Fitness-Scheiß. Da kann man noch nichts ausmachen, dass man sagen würde, irgendwie hier, der hat eine Nase vorne oder so. Bisher bin ich sehr, stehen wir im Dunkeln, ja, ne? Hast du schon mal Schnitzel selber gemacht? Ich habe tatsächlich schon selber gemacht, ja. Mhm. Würdet ihr auch einen voll wegdissen, wenn jetzt einer nicht abliefert und der macht echt Kacke, würdet ja, ihr sagen, ne? Ja, straight. Safe. Ja, ne? Wir kennen die beiden Jungs ja, die verkraften das. Die verkraften das, die sind hart im Nehmen. Wäre euch denn selber, Jungs, irgendwas aufgefallen beim anderen, wo ihr gesagt hättet, oh, das hätte ich jetzt nicht so gemacht oder oha, das war scheiße oder besonders gut oder so vielleicht? Na, ich nehme mal an, ihr habt es schon ganz gut geklopft, die Schnitzel, deswegen habe ich sie nochmal geklopft, wie der Simon. Ja. Der hat es ganz gut gemacht, aber bei mir passt das schon. Was? Meine waren ganz gut. Was nicht passt? Du hast die gar nicht geklopft? Nein, nein. Ach, du hast nicht mehr geklopft? Nein, nein, die waren schon okay. Oh, aber das Klopfen, das könnte sehr zum Verhängnis werden, Nick. Also das muss Meinst man natürlich. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Ich kann es nachklopfen. Ihr habt noch 9 Minuten Zeit. 9 Minuten? 9 Minuten. Boah. Das wird auf jeden Fall ein dickes Steak. Ein dickes Schnitzel. Das wird ein dickes Schnitzel. Nein, Quatsch. Bitte. Wollen wir uns wieder setzen, die Jungs hier? Schauen wir mal, wir lassen die noch Jungs hier. Die letzten Minuten. Ihr macht mich ganz nervös. Ganz wuschig. Also ich glaube, dass das Nicht-Klopfen, ich habe ja extra einen Klopfer auch geholt. Ja, natürlich, der ist viel zu dick. Das Nicht-Klopfen wird... Das ist viel zu dick. Ich glaube auch, dass das... Ich bin gespannt, weil er meinte ja gerade, passt. Ja. Mhm. Er hat auch ein Cordon Bleu draus gemacht und hat die Challenge falsch verstanden. Das kann sein. Ja. Phil übrigens, der nette, liebe Kollege, der die Location gestellt hat. Phil ist immer wieder gerne. Danke, Brudi. Danke, danke. Na? Phil auch. Das klären wir dann später. Wie lange haben wir noch? 10 Minuten. Simon. Hier? Oh, nein! Da müssen wir Gas geben, definitiv. Sekunden, Jungs. Oha! Ich glaube, da hat sich jemand mit den Schnitzeln etwas verschätzt. Ja, wir machen jetzt mal nicht ganz so eng. 25, 24, 23. Warte, ich bin nicht so eng, ich bin schon fertig. 22. Komm, wir gehen noch mal zur Seite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finito! Vorbei, Jungs, vorbei! Finito. Jetzt vorbei! Feierabend! 25 Euro? Und dafür umsonst einkaufen? Nutzt das riesige TK-Sortiment bei Eismann und lass dein Essen bequem nach Hause liefern. Mit meinem Link in der Videobeschreibung und dem Code HOLLE. Kleiner Tipp, Eismann hat auch Kaffee. Hast du in München gelernt, die Ausbildung? Ja. Wo hast du das gelernt in München? Jetzt wollen die auf einmal drei Teller Ui. Haben. Ui, oha. Erstmal war die Kennst Rede du? Von einem Natürlich, Teller. Meine Mutter hat auch im Kiefer gearbeitet. Ja? Ja, als Kellnerin. Das ist ein gutes Ding. Deine Mutter da gearbeitet? Der Käfer ist brutal, Digga. Mhm. Käfer ist sehr brutal. Kennst du die Mutter von Franklin? Nein, nein, nein. Nee, Käfer ist so groß mittlerweile. Ja, ja. Ach krass, ein Käfer, das ist aber dann schon eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Also beides gut, aber wenn... mehr zu dem Tendenz. Ich auch, aber nur von Optik. Ich werde jetzt, also bei mir geht es eher um Geschmack. Mir geht es eher, ich werde auch nur Geschmack. Ich finde es, also es ist immer schön, wenn Essen toll ausschaut, aber am Ende überzeugt der Geschmack. Ja, ja, ja.
Ja, Jungs, wir sind am Start jetzt hier. Was sagt ihr von der Optik jetzt erstmal? Also ich sag ehrlich, ich finde das ein Ticken cleaner. Also ich, jetzt hier nicht auf dem Teller, aber ich finde, bei dir sieht das sehr, sehr clean aus. Finde ich ein bisschen ansprechender, aber das sieht auch sehr gut aus, ne? Was sagt ihr denn? Du, Julian, erstmal nochmal. Also bei mir, meiner Favorit ist ganz klar das hier, weil das einfach schon mal breiter ist. Die Panade schaut für mich ein bisschen attraktiver aus als hier drüben. Und ich finde die Form halt hier von den Kartoffeln schon mal geiler. Und ja, aber bei mir geht es im Endeffekt in erster Linie um Geschmack. Ja. Es soll einigermaßen gut ausschauen, das tun beide. Mhm. Und der Geschmack entscheidet dann. Wir werden Geschmack auf jeden Fall. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich finde beide sehr geil, würde ich auch wahrscheinlich das hier nehmen. Auch wenn hier die Panade vielleicht besser ist, aber irgendwie spricht mich der mehr an. Aber zum Schluss. Sieht so ein bisschen sauberer aus. Ne? Ja. Krass, dass da der Geschmack so unterschiedlich ist. Vielleicht haben wir jetzt auch hier Norddeutschland versus Süddeutschland. Vielleicht sind die Schnitzel da auch unterschiedlich. Unsere Schnitzel sind schwach hier. Wir haben nur Schweineschnitzel hier. Womit fangen wir denn an? Ich mach einfach mal durch, wie du magst. Ja. Ja. Also ich werde jetzt hier erstmal schön mit der Zitroni. Ja, fangen wir bei Nick an. Wir sind gespannt, Jungs. Oh ja, ich bin auch heiß. Heiß wie Frittenfett. Ihr beide keinen Speck benutzt, ne? Nee. Das fand ich auch Speck sehr. Speck ist, glaube ich, so typisch norddeutsch, kann das sein? Ich habe das auch noch nicht, ich hab ehrlich gesagt, also gefragt, wofür man das benutzen soll. In Bayern machen wir sowas nicht. Also bei Nick deine Bratkartoffeln erstmal super geil geworden. Schön abgeschmeckt. Hast du Basic-Gewürz oder hast du was Special-mäßiges drauf noch? Da ist Muskat drin. Ich habe Muskat gerieben, frisch noch ein bisschen drüber. Da war irgendwas drauf, was ich nicht deuten konnte. Ja. Ja. Boah, Muskat, die sind richtig krass. Und weil sie gewürfelt sind, das ist noch wichtig. Simon, kannst noch ein bisschen lernen, Mensch. Wir in Bayern, wir machen das nicht so. Das ist natürlich, da kommt man von mehr Seiten dann noch mal ein bisschen Aroma dran. Ne? Das ist halt bei uns Bratkartoffeln in Bayern Scheiben. In Scheiben. Ja. Also bei den Bratkartoffeln, Nick auch kein gelernter Koch, muss man dazu sagen. Bei den Bratkartoffeln mit dem Muskat, jetzt wo du es sagst, schmecke ich es. Aber es ist Endlevel, Leute. Auch für die, die gerne kochen, ein bisschen Muskat daran. Heftig. Ich finde sogar vom Biss auch tatsächlich die Kartoffeln von dir ein bisschen besser, Nick. Auch wenn die gut gemacht sind. Aber Kartoffeln, Welt. Aber ich weiß nicht, wie ihr es seht, Jungs. Habt ihr beide schon probiert? Ja. Ich mach das zweite Schnitzel jetzt gerade. Ich finde, Nick hat das Klopfen echt ein bisschen gekillt, Alter. Also es ist geil, aber das ist deutlich zarter. Es ist, Es ist weicher im Geschmack. Ja, es ist. Also bei diesen finde ich die Kartoffeln auch geiler. Aber hier finde ich das Schnitzel geil. Ne? Wenn man noch mal reinguckt, auch für die Zuschauer, nur von der Dicke von den beiden Schnitzeln. Und das von Simon noch mal einmal. Also ich hatte jetzt nur einen Biss gerade. Da ist es mir noch nicht negativ aufgefallen, muss ich wirklich reinschmecken. Aber ich finde, die Panade vom Nick hat einen geileren Geschmack als vom Simon. Also ein gutes Schnitzel steht und fällt unter anderem mit diesem Fleisch-Panade-Verhältnis. Mhm. Und das stimmt bei mir, bei dem Schnitzel von Simon, ein bisschen mehr. Das merkt man schon, weil das ist halt schon so richtig geil, wenn das wirklich super, super flach ist und dann eine schön geile, knusprige Panade drüber, die vielleicht noch ein bisschen Blasen und Wellen geworfen hat und sowas. Blasen ist halt. Hat er gerade Blasen gesagt? Das lässt sich auch deutlich schwerer schneiden, ne? Das, aber die Kartoffeln, das von Nick. Auch sagen, die sind schon, ja, vom Nick hier schon, haben schon geilen Geschmack. Die Kartoffeln von Nick sind heftig, aber ich muss mir hier noch mal nichts reindenken. Mach reindenken, du willst einfach. Boah, jetzt esst sie am Anfang so was viel. Hast du denn, ich wollte sagen. Und was dann hast du denn bei der, nichts mehr rein. Bei der Panade anders gemacht? Er hat das Ei stärker gewürzt. Und ich habe Butterschmalz noch mit ins Fett geworfen. Da schmeckt man die Butterigkeit. Ich weiß jetzt, was du meinst, Naim. Es ist einfach härter zu kauen, nicht so weich im Biss wie das vom Simon, das vom Nick. Die Panade von Nick auf das Schnitzel, ja. Das wäre das Ding gewesen. Also diese Butterigkeit ist krank, ne? Von dem Nick. Wir müssen uns verbinden, Mann. ich habe nur bei den Bratkartoffeln Butterschmalz verwendet. Ich war vorhin, die Packung stand zu weit weg. Ich hab's nicht mehr. Ich hab sie versteckt. Sie war einfach versteckt. Zu weit rechts gestanden. Du hast noch ein bisschen Hunger. Zwei Runden sind es noch. Mach dir da keine Sorgen, Max. Vor allem jetzt haut ihr so rein, später könnt ihr nicht mehr. Ey. Jetzt habt ihr gerade einfach mal zwei Portionen Schnitzel verdrückt. Doch, doch. Fragner hat gerade erzählt, er macht 20.000 Kalorien-Challenges. Also. Echt? Ich kann sehr, 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 sehr viel essen. Ja. Echt? Ja. Mhm. Also ich gebe meinen restlichen Teil an die Crew weiter. Nicht, dass ihr euch wundert, dass man vielleicht nicht ganz aufwärts ist. Wir haben hier zig Jungs am Start. Boah, 1 bis 10 Bewertung, Bro. Julian, möchtest du beginnen heute? Wollen nicht, nee, aber dann fangen wir mal an. Und ich rein. Also,
Die erste Bewertung, die geht an Simon raus mit 7,9 von 10. Boah, so schlecht. Boah, ich bin, so schlecht. Ich bin ja ganz woanders. Vielleicht ändert sich das Verhältnis so vom Essen her, wie wir heute noch bewerten. Aber ja, es waren einmal so die Bratkartoffeln. Obwohl ich selber eigentlich auch die in den Scheiben geiler finde, fand ich die hier drüben doch deutlich leckerer. Dafür war halt einfach dieses Verhältnis vom Fleisch her und sowas. Und auch der Crunch von der Panade her war richtig geil. Und bei dir hat auf jeden Fall das Schnitzel gut gecarried. An Nick, oder? Namen? Ja. Da sind wir bei 6,9. Das war einfach, also wow. Für mich ist halt... Du bist so streng. Nein, Bro, aber für mich ist so, wenn halt das Essen ist halt Wiener Schnitzel und das Wiener Schnitzel ist halt zäh und dick, dann würde ich sowas halt erwarten bei irgendwie so einem Imbiss, der halt so ein Schnitzel halt nicht klopft und halt einfach so ein Tiefkühlschnitzel reinhaut. Das ist krass. Digga, ganz ehrlich, wenn ich halt ein... Wiener Schnitzel, das Essen ist halt der Star im Essen, ist halt das Wiener Schnitzel. Und wenn das Wiener Schnitzel, die Panade ist geil, aber wenn das Fleisch halt einfach zwar echt zäh und halt nicht, dadurch halt einfach nicht weich genug und dann vergeht es halt so das bisschen schade. Deswegen 6,9. Sehr interessant. Du hast das schlechteste Stück bekommen. Sehr vielleicht. Das kann sein. Vielleicht das, ja. Oha. Ich glaube, mich kann man leichter überzeugen. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so ein Münchner Wiener Experte wie du jetzt. Das heißt, ich esse eigentlich nie Wiener Schnitzel so. Ich fand. Nix. Also erstmal die Kartoffeln, die waren sehr crazy. Ich fand die richtig gut. Ich fand die Panade auch sehr krass. Die hat viel rausgeholt bei mir. Nur das Fleisch. Hättest du das geklopft, dann wäre es für mich persönlich ein Überding gewesen. Das hat Simon da deutlich besser gemacht. Das hat mir irgendwie ein bisschen im Geschmack gefehlt. Deswegen dachte ich auch, die Panade auf dem Schnitzel wäre krank gekommen. Deswegen habe ich Nick. Normalerweise hätte ich so eine 9,5 gegeben. Wahrscheinlich, wenn das Fleisch jetzt noch gestimmt hätte. Deswegen ein bisschen Punktabzug. 8,9. Und Simon hat eigentlich alles gestimmt. Ich persönlich hätte halt wahrscheinlich mehr zu dem gegriffen, weil ich die Panade geiler fand. Aber wenn ich so ein bisschen rationaler rangehe, ist natürlich hier das Fleisch und das Verhältnis alles viel, viel geiler geworden. Deswegen habe ich hier eine 9,1 gegeben. 9,1. Knapp. Krass. Krass. Jeder bewertet so unterschiedlich. Ja, ne? Also komplett. Krass, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Auch. Ganz, also ganz wie jeder gut. Ganz anders bewertet. Ja, ist echt krass. Also ich bin an der Stelle auch ganz, wirklich komplett anders unterwegs als ihr. Komplett anders unterwegs. Also erstmal muss ich sagen zu dem von Nick. Klar ist das rein vom Handwerk. Würde man jetzt das Handwerk und wie es gemacht wurde bewerten und geht in Wiener Schnitzelrestaurant und kriegt das Ding nicht mal geklopft, da fällst du dir an den Kopf, ne? Das ist klar. Aber irgendwo muss man, ich bin immer Fan, okay, ich analysiere das und gucke, aber frag mich am Ende nochmal, was hat mir denn besser geschmeckt einfach? Egal, ob man jetzt vorher sich denkt, oh, er hat es ja nicht geklopft oder es, ne? Einfach, was hat besser geschmeckt? Da hat mir nichts besser geschmeckt. Okay. Mit Bratkartoffeln und dem zusammen hat mir nichts besser geschmeckt. Also beurteilst du noch mehr nach eigenem Geschmack und nicht genau. Nach... Genau, okay. Genau. Meinetwegen hätten die sich auch durch, ich sag mal, auf Deutsch durch die Arschritze ziehen können, wäre mir egal gewesen. Weil wenn das stimmt zum Schluss und die richtige Würze hat, ist es perfekt. Weil jetzt nach einem Geschmack hätte ich auch nichts bevorzugt. Aber so vom, wenn ich rational rangehe, fand ich das halt besser. Aber warum guckst du nicht nach eigenem Geschmack? Ja, weil ich denke so, jeder hat einen anderen Geschmack, aber das war halt einfach besser gemacht. Ja, gut. Also ich habe einfach geguckt, welches schmeckt besser. Das fand ich besser als das. Dem habe ich wirklich, weil ich saugeil fand vom Geschmack, handwerklich falsch, habe ich trotzdem 7,8 gegeben. Und ich fand, das war handwerklich richtig, aber hat mich absolut nicht abgeholt, habe ich eine 7,1 gegeben. 7,8 und 7,1? Ja. Ich bin ja viel zu nett, Alter. Ich muss ein bisschen strenger werden. Fast wieder aus, dann sind wir jetzt eigentlich auf Gleichstand. Ja. Jetzt sind wir fast gleich. Also wir müssen noch. Ich glaube, die Jungs sind schockiert. Ja. Also jeder bewertet so, wie er will. Du kannst natürlich auch so bewerten, einfach wie du selber für dich im Herzen denkst. Ich hab das jetzt so eingegeben, deswegen... Ich habe auch nicht so die Referenz, weil ich sonst keinen Wiener Schnitzel esse. Mich hat das jetzt erstmal umgehauen, vielleicht auch, weil ich gut Hunger habe. So. Das hat mir gut geschmeckt. Ja. So. Aber ich kann verstehen, das hätte ich jetzt allgemein bewertet oder hätte gesagt, okay, ich muss jetzt den objektiven Gedanken wählen, hätte ich wahrscheinlich Simon knapp nach vorne gewählt. Einfach, weil das Schnitzel von dir Grütze war, ne? Muss man sagen. Also das Fleisch. Warum hast du nicht geklopft? Sag mal ehrlich. Ich war gerade so in meinem Tunnelblick. Ich habe den Klopfer nicht gefunden. Ja? Lügler. Lügler. Ja, aber ganz offensichtlich. Simon hat einen dabei gehabt. Man muss ja eine Sache sagen, bei so einem Kochding,
das geht dann einfach los, dann ist so nur 30 Minuten hast den Herd noch nie benutzt, weiß nicht mal, wo ein Teller ist. Du musst hingucken, mal, wo ist das? Ganz ehrlich, ich habe ganz am Schluss ist mir noch eingefallen, fuck, ich habe ja nur Öl in der Pfanne, ich habe gar keinen Butterschmalz genommen. Nimm dann noch irgendwie schnell ein paar Löffel Butterschmalz raus und knallst noch ein bisschen dazu. Aber das sind halt so Sachen, bei so einer Competition denkst du auch nicht irgendwie mal an alles. Ja, vor allem schwierig. Die Küche ist ja komplett fremd und jetzt so die Situation und so. Kann man auch irgendwo verstehen, klar. Absolut, absolut verständlich. Also wie gesagt, 30 Minuten ist nicht viel Zeit. Mhm. Küche, fremde Küche, ja. Ich glaube, das ist halt so ein Riesending. Wenn du in deiner der Holle schaut mir die ganze Zeit über die Schulter, ich habe schon Gänsehaut gehabt. Ja. Er hat seinen kalten Atem hier gespürt. Jetzt wird es ja richtig spannend, hey. Jetzt wissen wir ja gar nicht, was... Also ich jetzt wisst ihr nichts, also ich würde sagen, wir machen kurz intern also einen hier ja auch nicht, Kameracheck, aber. Akkuwechsel und dann gehen wir direkt in Runde 2. Ja, Jungs, wir haben hier zwei Boxen, auch an euch da draußen. Wir haben hier zwei Boxen, wo ihr genau identische Zutaten drin sind. Ich weiß jetzt nicht, wie viele, ob 15 sind oder 20. Und die Kochjungs, die wir jetzt reinholen werden, die werden sich entscheiden müssen, was sie davon nehmen. Ob sie können alles nehmen, sie können auch nur zwei Sachen nehmen. Wer macht uns das Geilste aus diesen Zutaten, egal was. Und dafür holen wir jetzt nochmal die beiden Jungs an den Start. Wollt ihr dazukommen? Wir wollen Applaus haben. Einmal die Jury für uns! Also ihr wisst, oh du bist zu groß, ich muss mal den nehmen. Also ihr wisst, was jetzt hier auf euch zukommt oder muss ich nochmal irgendwas erklären? Nee. Ihr könnt machen, was ihr wollt, zwei Zutaten, alle Zutaten. Ihr könnt was Basic machen, was Special-mäßiges. Einfach zaubert uns den perfekten Teller. Drei Teller oder ein Teller? Drei Teller, drei Teller. Also ihr habt dreimal den perfekten Teller. Ja, eine wichtige Sache habe ich noch vergessen, die wird noch wild. Ihr habt gleich, wenn ihr euch die Zutaten anguckt, 10 Minuten Zeit, euch zu überlegen, was ihr kocht und das müsst ihr aufschreiben. Und in der Zeit dürft ihr nicht miteinander reden, weil ich möchte nicht, dass ihr voneinander beeinflusst werdet. Es muss ganz frei jeder in seinem Kopf entscheiden, was er macht, den anderen auch nicht zeigen, was er aufschreibt. 10 Minuten habt ihr gleich. Wenn die Dinge abgedeckt werden, müsst ihr in Fokus gehen, ihr redet einfach nicht mehr. Wenn wir was reden wollen, okay, wir gucken uns das so an, aber ihr habt dann genau 10 Minuten, die ich gleich stoppen werde und dann müsst ihr an den Start gehen. Okay. Das wird ja richtig spannend. Ja. 15 Minuten starten jetzt, ihr könnt die Truhen aufdecken. Guckt euch auch das Fleisch an. Ich zeige euch das mal hier noch mal eben einmal. Also ich muss an der Stelle auch noch mal Props an den guten Kollegen Bio-Josef aussprechen. Das Fleisch ist einfach Welt. Schaut brutal aus. Welt, Welt, Welt. Ich bestelle da selber auch sehr gerne. Wir haben einmal normales Hack und wir haben Dry-Aged Hack aus dem Roastbeef. Habt ihr schon gute Ideen gerade oder ist gerade Katastrophe im Kopf? Nee, geht schon, geht schon. Ich muss es nochmal sagen, Josef, du bist der Beste, ja. Props an Josef. Auch finde ich schön marmoriert, ja. Boah, da so ein komplett frittiertes Sandwich wäre auch geil. Wäre auch geil. Ich bin so gespannt auf die Runde, ey. Das ist so schade für das, was er nicht verwenden wird. Ja, das ist ja das Krasse, finde ich. Grillteller, alles. Einfach nur das Fleisch anbraten. So. Ja. Natürlich auch für euch da draußen, wir blenden nochmal alle Zutaten für euch auch ein, damit ihr seht, was die überhaupt zur Verfügung haben. Und dann könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, was ihr machen würdet. Und dann seht ihr dann, was die daraus zaubern werden. Also es gibt eine Art Steak-Semmel, Steak-Sandwich, ja medium rare gebraten, ich hoffe, das mag jeder von euch. Dann mache ich eine Paprikacreme dazu. Da mache ich mit roten Zwiebeln ein bisschen Schmelzzwiebel und Röstzwiebel. Und dann werde ich ein bisschen so einen Gewürzjoghurt machen zum Abmildern. Okay, also machst du so ein Sandwich, wo du auch schon die Soße dann aber mit drauf machst, ne? Alles wird mit drauf. Sein. Aber ich werde euch trotzdem zum Dippen auch was okay. Ich mache genau das Gegenteil. Also ich richte das auf den Teller an. Bei mir gibt es Entrecote. Bei mir geht es eher ums Auge, nicht um satt zu werden. Dann Croutons aus Vadhuvan. Das ist eine indische Gewürzmischung. Paprika mache ich mit Zwiebeln erstmal als und mit Gurken als so ein bisschen Salat mit ein bisschen Zitrone abschmecken, so ein bisschen frisch. Zwiebel dann nochmal frittieren für die Kostheit und Joghurt Limette Dip, um das Ganze abzumildern. Oh, geil, Digga. Das wird wild. Ich nehme nur das Brot, um die Croutons zu machen. Oh,
Okay. Und der Dip on the side. Geil, Digga. Ja, ich bin gespannt. Wir drauf. Jawohl. Okay. Dann, dann müsst ihr uns Zeit geben. Was sagt ihr für Zeit? Einfach frei, nur damit es gleichzeitig fertig ist. Ja, okay. Also ihr müsst halt überlegen, Fleisch, ne, wenn wir es anbraten, wir ziehen es im Ofen, das braucht locker 15 Minuten. Dann machen wir einfach mal eine Stunde, wenn wir früher fertig sind, dann können nur, dass er halt gleichzeitig fertig wird, das ist wichtig. So, nee, dann müssen wir reden. Ja. Dann müssen wir reden. Dann, wir reden miteinander. Okay, machen wir mal erstmal eine Stunde. Es sind ja nicht so viele Komponenten, aber... Ja, es kann auch sein, dass wir in 40 Minuten fertig sind. Okay, dann machen wir Stunde, Guide jetzt los, maximal. Würdest du das interessant finden? Was sagt ihr zu dem gegenseitigen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass er ein Sandwich macht. Also das ist natürlich am nahelegsten, ja, oder mit hättest du auch Hackfleisch nehmen können. So. Ich bin stark davon ausgegangen, dass du eigentlich Hackfleisch machst. Deswegen dachte ich mir, zweimal Hackfleisch. Aber ich stehe ja so hart auf Hackfleisch. Vor allem, da ist ja auch noch Ribeye-Hackfleisch. Wir gehen mal heute weg von Sandwich. Ja. Wir machen mal was Cooles. Entschuldigung. Alles gut? Ja. Ich sag euch, bei dem Sandwich habe ich schon Angst, weil ich war schon oft Steak-Sandwich essen oder Steak-Burger. Und in 95% der Fälle, auch Leute, die haben mich vorher eine halbe Stunde lang dicht gelauert und gesagt, wie geil ihr Sandwich ist. Und dann hat es tierisch verkackt. Du ziehst da die Hälfte raus, hast eine Sehne. Und alles ist voll im Arsch. So wie gestern Nacht bei dir. Rosmarin schön drin, Simon, du bist ein Schmecker, ja? Ja, klar. Oh, hast du eine Rolex am Arm? Nee. Jung. Reicher Mann. Jung. Das ist doch keine Rolex. Casio. Riecht schon geil. Das sieht sehr gut aus. Hast du schon mal einen Boxautomaten? Oh, nee, ich darf noch nicht. Wir könnten ein Boxbattle machen. Ja, wir könnten kurz ein Boxbattle auf die Schnelle machen. Lass uns hier noch ein Boxbattle. Ich nehme die Kamera mit, die Kleine, und wir machen Boxbattle. Also, ich muss noch mal sagen, Holle hat damals im Verein geboxt, glaube ich, Kickboxen gemacht. Der hat es ordentlich drauf, ne? Ja, aber Johan hat gerade im Boxkampf gehabt. Ja. Der stimmt. Oh, der hat schon ordentlich Wumms. Ja, Digga, da können wir nicht mithalten. Scheiße, ey. Wann habe ich das letzte Mal geboxt, Jungs, Alter? Da kann ich auch nicht rein mithalten. Digga, Jungs. Ein Tier. Oha. Digga! Wie, der ist knapp drüber, ne? Bro! War das drüber? Ja. Digga! Oh mein Gott! Oh! Ja, da hast du nicht richtig getroffen, Alter. Ja, wir haben ihn getroffen, ey. Kacke, komm nicht rein ins Video. Das machen wir schon, Junge, das machen wir schon. So, wir haben noch 30 Minuten. Wir haben noch 30 Minuten jetzt. Jungs, wie ist der Zwischenstand bei euch? Alles cool, soweit. Ich muss nur noch mein Fleisch machen. Kräuter sind vorbereitet, Butter steht bereit. Croutons sind auch schon fertig. Salat ist drinne und Joghurt-Limette-Dip ist auch schon fertig. Da ist Simon ein bisschen langsam, ne, der Kerl hier.
Oh, wie ich schnell mache jetzt. Junge, Junge, ich habe schon ein bisschen was. Du brauchst noch, ja? Nee, ich mache noch das Fleisch. Ich frittiere jetzt hier meine Zwiebeln noch. Hast schön meliert einfach und dann haust du die da rein, ja? Genau, Paprika noch dazu ist immer so eine Sache, weil Paprika verbrennt recht schnell. Schon sind wir so unterschiedlich dunkel. Mhm. Genau, und dann Bake finishen. Ja, so gute 20 Minuten, dann sollten wir ready sein. Okay. Und das Fleisch dann im Ofen. Ja. Läuft alles nach Plan. Also viel, ja, alles läuft nach Plan. Es gibt gleich richtig Geschmackexplosion hier. Sehr schön. Paprika, Gurke, Zwiebel, Limettensaft, Essig, Salz, Pfeffer. Und hier haben wir einfach Joghurt mit ein bisschen Sesamöl und Zitronendip. So, langsam wird das hier doch. Boah, ich sehe schon, das geht in die Zielgerade jetzt, Jungs, ne? Ja, das gute 10 Minuten muss ich schon noch rechnen, auf jeden Fall. Ja? Ja, weil das Steak. Nur Ausrede hier, nur Ausrede. Oh, das Steak, das braucht schon ein bisschen. Was ist denn da für eine Marinade drauf? Also Rosmarin, oder? Thymian, Knoblauch. Aber da ist was Grünes oben drauf. Das hier, das ist Vadovan, das ist Gewürzmischung. Gewürzmischung, ah, krass. Das riecht auf jeden Fall sehr heftig hier. Okay. Ganz, ganz wichtig. Machst du auch auf Thermometer oder machst du auf Profibasis ohne? Der ist doch Spitzenkost. Ja, ich mach das mal ein bisschen auf Druck. Das Fleisch ist so hochwertige Qualität, wenn das 3 Grad mehr oder 3 Grad weniger hat, das ist trotzdem butterzart, denkst du. Ich zieh's auf 46, weil das Blech erhitzt sich ja auch noch. Das heißt, wenn ich es raushole, zieht es nach. Also es kommt gut auf 51, 52 Grad. Hast du deine Rutschtemperatur oder? Ja, Medium, ja, 50 Grad ist cool. Kommen wir auf eine gute Medientemperatur. Weißt du, was ich mir gerade vorstelle, Simon? Ja? Stell dir vor, schlag das mal deiner Frau vor, so ein bisschen auf Action im Schlafzimmer und dann diese Cam auf dabei. Und ihr wirbelt. Und ihr wirbelt. Boah. Oder nicht mehr. Das wären unvergessliche Bilder. Das sowieso. Ja. Holle, holle. Das ist ihr macht jetzt. Das schon, Jungs. Ihr macht das schon. Ich will euch jetzt nicht auf den letzten Metern verunsichern. Aber was musst du noch machen? Arrosieren oder was? Ich arrosiere das Fleisch, Schneide es auf, Baue zusammen. Das sieht sehr krass aus, Alter. Scheiße, kriegst du Angst, Nick? Von Simon? Nee. Ja, jetzt, wo du das siehst, wir sind Best Friends. Das habe ich doch auch gemacht. Ja, hast du auch, aber bei dir ist es länger her. Das ist Diätsteak, würde ich sagen. Ne? Nicht ganz diätkonform. Jungs, ganz kurz nebenbei an euch. Ne? Habt ihr schon die Uber Eats App am Start, um Essen zu bestellen? Natürlich doch, mit dem Code Holle. Hab ich sogar mit deinem Code. Ehrlich? Ja, das ist wirklich geil. Mann. 10 Euro. Das ist geil. Ja, geil, Mann. Ja. Immer. Cool. 10 Euro nimmt man mit. Dann nimmt man mit. Das so. Sogar zweimal. Auf ersten beiden Bestellungen ab 20 Euro kriegt ihr jeweils 10 Euro. Ach so, also doppelt. Ja. Ja, das ist natürlich noch geiler, ne? Ja, geil. Ich dachte nur einmal. Nee, zweimal. Auf die ersten beiden. Das ist geil. Finde ich den Link zu Uber Eats? Den hast du in der Videobeschreibung. Ah. Ganz oben, oder? Ja, ist also so zweite, dritte Reihe. Ach, geil. Sehr, sehr geil. Ja, man guckt gerne mal rein. Code Holle ist das Stichwort für alle, die ein bisschen was sparen wollen. Einfach Rinder. Hast du auch benutzt? Ja, geil, Mann. Korrekt. Jeder benutzt es. Korrekt. Ganz Deutschland benutzt den Code. Den Code du Holle. In die Gruppe und benutzt den Code. Holle bei Uber Eats. Kuss, Jungs, danke. So. Ja, geil. Jetzt kann man das hier mal zusammenbauen. Oh, schön angebräunt, da seht ihr das. Schön so mit muss das Butter sein. Oh, nochmal Olivenöl. Der weiß, was er macht. Boah, da gibt es auch so einen TikToker, der macht das auch immer so in dem Style. Und das sieht so geil aus, ja, Mann.
Das sieht geisteskrank aus. Oh mein Gott. Oh, hast du geil mariniert noch, die Gurken? Nee, da kommt jetzt ein bisschen mehr Salz und Olivenöl noch mal, Zitronen drauf. Ah, okay. Ich hab's extra nicht mariniert, damit es eben nicht so latschig wird. Okay, kennst du das? Verstehe, ja. Nick, guck gleich mal, was er da drin hat. Ah, oh, hol da raus. Bruder. Scheiße. Da haben wir Fine Dining hier vom anderen Stern hier, ne? Da muss man an der Stelle einfach mal dicke Props an die beiden aussprechen. Ja, Jungs. Dass die sich hier die Zeit nehmen. Ja, Mann! Und hier auch wirklich so abliefern und hier in so einer Competition auch gegeneinander antreten, sage ich mal. Das kostet erstens schon mal Eier, sich so unter Beweis zu stellen. Also ich denke, sind die Social Media Kanäle von den beiden auch in der Videobeschreibung verlinkt? Ist das ernst? Die Social Media waren? Bestimmt, ich hab Spaß gemacht. Also die Kanäle von den beiden findet ihr auch in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken. Ja, Mann, kriegt ihr in der Videobeschreibung. Ui, ui, ui. Oh, was macht ihr mit uns, Jungs? Scheiße, ey. Versprochen, oder? Nein, Mann. Nee. Das wird jetzt echt. Boah, der Nick, der hat richtig auf Gourmet gemacht. Ja, scheiße. Boah, das sieht wirklich sehr. Oh, wonach, Jungs, Alter. Wonach riecht das? Hat jemand irgendjemand Raucharoma reingemacht? Bei dem Steak. Bei dem Steak hast du Rauch reingemacht, ne? Ey, Holle, du kannst mich gerne öfters einladen. Ja. Ne? Also ja, bei solchen Folgen bin ich instant da. Das ist wirklich wie ein Traumtag. Ey, guck mal, was wir für einen Arbeitstag heute haben. Ich bin extra aus München her. Ganz ehrlich, heute ist so ein Tag, da freut man sich, Jury zu sein. Ne? Mhm. Ja, super Freunde. Weil manchmal, wenn ihr so erkennt den Koch und so, da kommt so die. Ich will jetzt keine Gerichte sagen, aber. Unterschätzt das nicht, das ist ein harter Job hier für uns, oder? Das ist wirklich härter als man denkt. Und komm, Jungs, hauen wir rein, bevor das kalt wird oder so. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Oh, guck dir dieses schöne Stück Fett dazu an. Ich habe eben schon die Paprikasoße probiert. Also die Soße, du merkst so geil die Paprika. So Eiwa-Touch, leichte Schärfe drin. Der Simon weiß schon, was er macht. Boah, auch diese leicht karamellisierten Zwiebeln, ne? Boah. Das passt aber auch perfekt. Krank, leicht karamellisiert, süß. Dann merkst du den Knack vom Brot, von dem angerösteten. Ich hätte ja gedacht, dass die Paprikasauce das ein bisschen erschlägt und zu sehr da die Feuchtigkeit reinbringt und das Steak so ein bisschen erschlägt. Ist nicht aber so, ne? Es passt richtig gut rein. Ihr müsst versuchen, alles auf einmal zu essen bei dem zweiten. Das habe ich mir gerade gedacht, ja. Ach, Idiot, ey. Jetzt habe ich alles auf den Teller genommen. Gabel und nicht abgeschnitten, das Fleisch. Süß. Hä? Er hat das Sandwich schon weg. In Echtzeit weg. Schöne Säure. Kräuter hinterher. Oh, Limette. Also, du hast richtig gesagt, Nick, du musst alles auf einmal. Das ist so ein kranker Biss. Verschmelzung der Geschmäcker. Dein Rauchsalz. Die Limette passt perfekt dazu. Knack von diesen Röstis. Wie gesagt, merkt immer. Perfect Bite. Mhm. Oh, Fett hat gerade noch richtig Turbo gezündet. Das ist jetzt deutlich schwerer als in der ersten. Ja, aber. Viel schwerer. Auch die Petersilie, man muss das ja so sehen als Koch. Die haben da vier Kräuter liegen. Er hätte jedes andere Kraut noch da reinnehmen können. Er nimmt die Petersilie da also als Kraut mit rein. Das passt einfach 100% wie Arsch auf einmal. Diese Limette klingt nach im Mund, Leute. Ich krieg echt, der Tisch hebt sich gleich. Auf jeden Fall eine Sauerei, aber manchmal muss es dreckig zugehen, dass es geil ist.
du genießt auch richtig, ne? Du bist richtig auch im Film wie wir, ne? Ich bin voll im Film, ich hab gar keinen Bock zu reden, nicht mal von Essen, Digga. Ey, das war, boah, alter Jungs, Mann. Oh, Jungs. Wann geht man mal essen im Restaurant und kriegt sowas? Ja. Gute? Boah, das war so lecker, ne? Unglaublich. Also es war nochmal auf Riesen-Upgrade Riesen zu der ersten Runde. Wir schneiden da raus die erste Runde, Jungs. Ne? Boah, Jungs, müssen wir die Bewertung aufschreiben. Ja, findet ihr langsam noch irgendwelche Worte dazu? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit gelabert. Sagen, und würde ich das sprachlos. Sagen. Sprachlos, ja? Sprachlos. Boah, es ist so schwer, das jetzt zu bewerten. Das ist echt so schwer, da muss ich wirklich nochmal in mich gehen. Ich glaube, zum Schluss ist der richtige Weg zu sagen, was schmeckt für dich besser. Man kann immer dann auch drüber nachdenken, wie es für die Allgemeinheit wäre. Deswegen, aber du hast schon recht, es macht mehr Sinn, auch nach eigenem Geschmack zu gehen. Weil wie soll man für die Allgemeinheit jetzt werten? Das ist immer ein bisschen schwer. Bist du bereit? Bin bereit. Okay, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, das ist halt das Ding. Gerade bei Nix-Gericht, das ist schon zu hoch. Ich gehe jetzt aber nach meinem eigenen Geschmack und erstmal hat mich das Sandwich komplett vom Hocker gehauen. Also ich wüsste nicht, was ich da jetzt hätte besser machen können. Es hat alles gepasst. Auch diese leichte Süße durch die karamellisierten Zwiebeln, das hat sich so geil ergänzt, auch mit der Soße. Und das aus den paar Zutaten, dass man da sowas draus zaubern kann, das fand ich schon sehr crazy. 10 Punkte kann ich nicht geben, da ist immer Luft nach oben da. Deswegen habe ich da eine 9,7 gegeben. Oh, sehr stark. Sehr stark. Vielen Dank. Bei Nix hätte ich auch eine 10 gegeben, weil es ist halt, also ich wüsste jetzt nicht, was man da besser machen kann. Aber ich gehe jetzt nach meinem eigenen Geschmack und es war was mich jetzt persönlich geschmacklich nicht zu 100% abgeholt hat. Deswegen habe ich da eine 9,1 gegeben. Ich habe kurz und knackig auch Simon dem Sandwich 9,5 gegeben, weil das für mich einfach auch so war nahezu, also war irgendwie so auch? Gefühlt perfekt. 9,7. 9,7. Ich habe überlegt, ich hatte davor glaube ich auch 9,7, dann dachte ich mir 0,5 müssen wir irgendwie als Abzug nehmen für Luft nach oben so quasi, aber das Brot war super geil, das Fleisch war richtig geil, diese schöne Butternote noch leicht am Ende und mir persönlich hat der Knoblauch richtig geil getaugt. Ich liebe das, diese Kombination mit Fett, Knoblauch und Fleisch. Mich hat es brutal überzeugt. Richtig geil. Bei Nick, da habe ich 9,0, weil für mich war das einfach auch ein richtiges Brett, richtig geil gemacht und vor allen Dingen auch die Kreativität da drin, aus den Zutaten sowas zu machen, was einen ja doch erst in eine ganz andere Richtung lenkt, aber trotzdem auch richtig brutal, 9,0. Mir hat beides auch sehr getaugt. Ich hatte zum Glück ein schönes Stück Fett noch drin, Nick, das war für mich so der perfekte Moment in einem Biss, der war wirklich ganz krank mit diesem ganzen süß, sauer, salzig, fettig, alles am Start, so wirklich Gourmet. Du kriegst von mir für dein Gericht 9,3. Ich hätte noch mehr gegeben, aber der Moment, wo ich nicht alles gemixt, sondern nur das Fleisch genommen habe und was ja auch passiert, wenn man da nicht die Vorgabe kriegt oder generell macht man das, fand ich so ein bisschen zu viel von dem Rauchgewürz, hätte man ein bisschen dezenter einsetzen können und ich habe wahrscheinlich auch einfach dooferweise ein doofes Stück Fleisch erwischt, was ja, hat einfach in dem Moment, da hatte ich da so ein Sehnchen drin, da kannst du wahrscheinlich nichts für, aber ja, es bleibt halt im Gedächtnis irgendwie. Der Simon, der kriegt von mir 9,5 Punkte. Für das Ganze. Ich denke, ich habe vorhin alles gesagt. Also, es war einfach. Die Jungs haben schon alles erwähnt. Dieses Ding war einfach der Kracher. Ja. Vielen Dank. Das ist aber immer noch ein knappes Ding, ne? Also, es ist noch nicht safe jetzt für einen. Geht's in die Burgerrunde, die einzige vorbereitete Runde. Und genau, die alles entscheidende Runde mit Fried Chicken Burger. Beide Fried Chicken. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, wir kriegen jetzt so Beef Smash Patties. Nee, heute gibt's Fried Chicken. Ah, und das heißt, aber die dürfen selbst entscheiden, wie sie es machen oder sind da auch wieder Zutaten? Nee, die haben alles vorbereitet. Gestern, Vorgestern hat er uns geschrieben, hey, letzte Runde ist dann Burger Contest und es wird Fried Chicken und überlegt euch was, ihr bringt die Zutaten mit. Das ist geil. Und ich finde, das ist gerade so ein Gericht, du kannst noch so ein geiler Koch sein, vielleicht kannst du Burger halt einfach nicht. Ne? Und andersrum genauso, manche können super geil Burger, aber die kannst du in der Küche nicht gebrauchen. Der Burger ist eine Kategorie für sich. Ja Jungs, geil, dann starten wir los. Wir räumen jetzt nochmal auf und dann geht's los in die nächste Runde. Also ihr habt euch komplett vorbereitet auf die Runde. Yes. Sag nochmal zum Beispiel, Julian, was ist dir gerade aufgefallen? So der Unterschied beim Hähnchen, hast du gesagt, ne? Hier einmal schon mal Mais, Hähnchen, also Hähnchenbrustfilet und hier haben wir einmal Hähnchenschenkel. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dann hier die etwas gesündere Variante mit der Hähnchenbrust wahrscheinlich abschneiden wird.
Also hier sind, glaube ich, weniger Zutaten. Also, bei Kartoffeln sehen wir auch, okay. Was? Beilage, als Beilage. Ah, Kartoffel- so, Beilage, okay. Mmh. Okay, alles klar. Und hier drüben, sehr nice. Hier haben wir so einen bunten Mischmasch aus allem. Hier hinten, was, gehört das noch zu dir? Ja. Buttermilch, also okay, klar. Wofür wir die brauchen, ist logisch. Zum Trinken. Dafür wahrscheinlich nicht. Miso-Paste, aha. Ja. Erklär mal so ein paar außergewöhnliche Zutaten. Wofür hast du die ausgewählt? Also ich habe hier Miso. Damit mache ich mir so Schmelzzwiebeln, so Miso-Schmelzzwiebeln. Mein Burger wird eher asiatisch sein. Dann habe ich hier Weißkraut, da werde ich eine Art Coleslaw machen, aber auch asiatisch, so in die Wasabi-Richtung. So als Beilage kommt so ein asiatischer Gurkensalat. Ich wollte eigentlich erst Pommes machen, dann dachte ich mir, Genau, dann kommt noch eine Avocado-Creme drunter. Erdnüsse, genau, das ist hier zum Einlegen vom Geflügel erstmal. Ausbacken tue ich es in Maisstärke. Genau, dann mache ich eine geile scharfe Soße, so auf Sriracha-Basis, sage ich mal. Geil, geil. Das könnte gut werden. Dieses Fettige mit den manchen scharfen Sachen, mit dem Wasabi und allem, das könnte cool werden. Was erwarten wir? Könnte knallen, ja. Bei mir gibt es eine selbstgemachte Mayonnaise mit Ananas, Mango, Chili, Knoblauch. Selbstgemachte, die haben geil. Also du ziehst auch wirklich die Mayo komplett selber mit. Komplett, ja. Könnt dabei sein. Sesamöl, wir frittieren Rucola, anstatt einfach nur Salat runterzulegen, dann haben wir frittierten Rucola. Das Hähnchen mache ich einmal sauber, ganz normal panieren. Gewürzgurken werden mit Zwiebeln ganz fein gehackt, so eine Art Relish will es werden. Und ebenfalls nochmal karamellisierte Zwiebeln mit ein bisschen Butter, ein bisschen Crumble und sowas. Mal gucken. Wild. Ja, wird ein bisschen Crossfair. Spannend, Alter. Also, aber nicht asiatisch, sondern also den Burger habe ich so selbst kreiert. Aber ich will unbedingt Süße und Schärfe, das ist ganz wichtig. Wie machst du die Panade? Da habe ich gleich nämlich noch zwei Fragen. Ich paniere das tatsächlich ganz klassisch. Einfach nur, ich habe nämlich keine Buttermilch dabei, leider. Einfach nur Ei, Mehl und Panko-Mehl. Sorgt für mehr Crossheit. Finde ich geil. Ich habe auch gleich gesehen, die Maisstärke. Alles, ich sag mal, offenes Geheimnis. Die gerne diese Burger machen, hauen gerne Maisstärke oder auch Kartoffelstärke. Scheiße, ich dachte nicht, ich weiß das. Nee. Und das macht es richtig schön hart, die Panada. Manche schwören auch Kartoffelstärke. Das hat halt. Ich kann aber nicht. Kartoffelstärke wird nicht so crunchy, oder? Ja, genau. Das hat irgendwie wieder andere Eigenschaften. Ja. Ja. Der Nick macht es halt mit einem Panko-Mehl. Und da weiß ich nicht, ob da jetzt auch Stärke angebracht war. Habe ich noch nie gegessen, so einen Burger mit Panko-Mehl. Bin ich sehr gespannt. Dann lassen wir euch jetzt mal machen. Wir warten, wie gehabt. Ihr macht das, Männer. Das machen wir schon. Ja. Viel Spaß euch. Jetzt geht's in den Endspurt, das letzte Mal für heute kommt. Ja, okay. Zeit machen wir, weil ihr es seid, diesmal 35 Minuten. Die Zeit läuft. Okay. Ja, ja. Geil. Jungs, wir wollen euch noch mal einmal kurz eine kleine Motivation geben. Motivation. Du musst mal Simon schnuffeln lassen einmal jetzt. Schnuffeln lassen. Oh, riecht das gut. Warum sind die Scheine so klein? Gibt's sie nicht in groß? Schmeckt das gut? Ist man jetzt noch mal ein bisschen fixer? Ja, ja, safe. Jetzt geben wir richtig Gas. Ja? Ja, normal. Ah, ich muss mal gucken. Boah, das sieht aber, guck mal, wie saftig das aussieht, ne? Ja, das wird saftig. Also das wird natürlich, also logischerweise saftiger als das, aber das heißt nicht, dass es besser wird. Aber ich habe schon echt verdammt scheiß Großfilet-Dinger gegessen, Burger, weil sie dann wirklich einfach so trocken und trist waren. Aber er macht ja immer richtig Pfiff rein, der Nick. Das stimmt, das stimmt. Und da glaube ich, dass er das auch hier hinkriegt. Das kriegen wir hin. Ich finde die auch immer geschmacklich deutlich besser als normales Brustfilet. Finde ich auch, ja. Aber wir sind noch gar nicht auf die Buns eingegangen, ne? Nee. Warum habt ihr euch für die unterschiedlichen Buns entschieden? Was sind das für welche? Ich will herausstechen mit der Lauge, weil Brioche kann jeder. Das ist so ein Standardbrot. Ja. Oha, Alter. Hier wird ja schon geschossen direkt, Alter. Aber nein, ich bin eher ein Fan von Lauge, tatsächlich. Übrigens, ich würze jetzt das Hähnchen vorher noch mit Purple Curry, eins meiner Lieblingsgewürze. Und lass mal schnuppern. Mmh. Oh, das riecht edel. Ja. Ein bisschen nach Oma, finde ich. Was? Nach Oma? Ich weiß auch nicht warum, riecht geil, aber. Doch, ein bisschen, ja. Weißt du, was ich meine? So bei Oma aus dem Schrank rausgeholt. Mein Vater zu alt ist nicht Spaß. Ja.
Ist Halbwahrzeit, ne? Ich glaube noch 10 Minuten oder so. Also bis halb, ne? Also 15. Guck mal, der mit Kräutern hat er. Nick, das sieht geil aus. Mit Thymian. Hast du noch Thymian gefunden? Hast du fertig? Ja, getrockneten aber, keinen frischen. Diesmal getrockneten. Mhm. Oha, und er arbeitet mit Olivenöl, mit nicht Oliven, mit Butter. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Olivenöl in die Buns rein, okay? Mama Italienerin. Auch noch nicht gesehen. Ja, er liebt Olivenöl. Aber man meint ja auch so Olivenöl und Knoblauch. Ja. Oha, was ist das denn? Frittierter. Achso, ja, rate mal. Achso, das ist der frittierte Rucola. Ah, ja, genau. Der frittierte Rucola. Aber es sieht aus wie Wakame auf den ersten Blick. Probier mal. Nein. Komm, muss ich auch einmal erst aus dem Fall. Oh. Mm. Nee, das war's. Nicht so viel. Heftig. Aber auch irgendwie eine süße Note. Da hast du Zucker ja. gemacht. Da ist ein bisschen Zucker drin, genau. Ja. Boah, schmeckt sehr gut, ne? Und das im Burger könnte knallen. Hast du dir das überlegt oder kennst du das Rezept irgendwo her? Nee, ich hab's mal gesehen, frittierten Rucola. Aber das ist ein komplett anderes Rezept. Im Burger aber nicht. Ja, nicht in dem Burger. Nee. Boah, ein bisschen schwarz, Simon, wa? Nee. Passt? Nee, das ist der beste Käse überhaupt. Ein bisschen Röstaromen sind noch okay, ne? Oha. Simon verlässt sich auch nicht aus der Wurzel bringen. An der Grenze. Yeah. Ich bin fertig. Echt? Ja, oder? Ja. Was? Ja, dann jetzt aufhören, Männers. Genau jetzt. Jetzt aufhören? Fertig. Ja, wir sind schon 5 Minuten drüber. Also. Na, zwei. Boah, ich freue mich, Alter. Ich auch. Auf welchen Burger hast du jetzt gerade mehr Bock? Ich muss sagen, Nick sieht ein bisschen ansprechender aus gerade. Ja, ja. Aber hier ist das Fleisch, das wird natürlich deutlich saftiger, ne? Check mal Nicks Buns, die sehen schon echt sehr tasty aus, ne? Also, ein spannendes Ziel gerade würde ich schon sehr enjoyen. Ja. Ich bin so gespannt, weil das jetzt beides auch wieder komplett verschiedene Burger sind. Ne? Vor allem für die Wertung am Schluss sehr interessant. Man muss ja sehen, einer wird das kassieren, der andere wird die normalen kassieren. So kommt dann am Schluss auch für die Zuschauer manchmal eine andere Bewertung raus, weil nicht jeder immer genau das gleiche Produkt kriegt. Boah, wir sind alle noch heiß, haben alle noch Hunger, ne? Mhm, extrem Hunger. Man muss aber auch mal dazu sagen, wir sind jetzt dann bald hier 7 Stunden. 7 Stunden. Nee, sogar 8 Stunden. 8. Sind die Jungs hier nur am Kochen und Machen die ganze Zeit. Also das ist auch körperlich wirklich anstrengend und dann hier die Konzentration noch bis ins letzte Ding aufrechtzuerhalten. Das weiß der Zuschauer da hinten vielleicht nicht, aber hier 8 Stunden durchackern ist schon eine Leistung. Ein Arbeitstag ist das. Absolut. Same. Und wir genießen. Wir genießen labern, gucken, labern Scheiße. Was ist das Orangene für eine Soße gewesen? Mayo, dann Kokosnuss, Sriracha, dann Zitronensaft. Fertigsoße. Sag einfach Fertigsoße. Boah, hier wird schon wieder geschossen, Alter. Sesamöl. Ja. Ja, so? Dann, ja. Dann kommt hier so ein Wasabi, Coleslaw. Oh, mit aber ist gut, ein bisschen Battle-Charakter hier. Ja, ist auch wichtig. Ja, das ist alles nicht erstmal, ne? Alles Spaß. Boah, Junge, Nick, Alter. Boah, ich habe das Gefühl, Nick holt dir jetzt einiges noch mal raus, ne? Scheiße. Sieht aus ein bisschen wie Krabbenchips, die Panade, ne? Auch, Julian? Wie Krabbenchips. So die Panade außen, so ein bisschen. Oder meine Eier, wenn es kalt ist. Oder so, ja. Würdest du sagen, Nick, hier, der Simon schummelt viel mit Fertigprodukten und so? Safe. Ja, ich hab eine Sriracha. Simon, ey. Nein, Quatsch. Eine Sriracha. Boah, aber schon doch sehr asiatisch, ne? Aber Nick, würdest du sagen, er hätte auch eine Chance ohne Fertigprodukte gegen dich? Bestimmt, ey. Na klar, Simon ist King.
Gut gekocht, Genosse. Also sorry, von der Optik her würde ich sagen, ja, da geht's. Der von Nick hat, von Nick hat schon gewonnen. Also das schaut so clean aus. Ich finde aber beide geil, Leute. Ich könnte ihn auch nicht so unterschätzen. Und jetzt fällt mir aber, kommt das nächste Ding, was schon, mir schon direkt aufgefallen ist. Und zwar, vergleich mal die beiden Buns. Der eine wurde im Ofen gemacht, der andere nicht. Ach, der wurde im Ofen gemacht? Ja, ja, oder? Wieso das denn? Damit wir ein bisschen crispy kriegen. Noch mehr Crunch. Oh, es saftet, es saftet. Ja, es saftet. Das ist Wasabi-Kraut. Mhm. Das ist Wasabi-Kraut, ne? Okay, ladies and gentlemen, dann fangen wir mal an. Mhm. Direkt das Asia-Feeling. Man merkt direkt, du hast auch diese Sriracha-Soße. Sriracha-Soße, ne? Diese Kokos-Sriracha als Basis, ja. Mhm. Die mag ich ziemlich, ziemlich gern. Ich finde es aber ein geiler Mix. Der erste, dieses Sriracha, du hast dieses, ist ja vermischt mit anderen Zutaten, du hast diesen bekannten Geschmack, zack. Dann, wenn du noch mal reinkommst, hast du diesen Wasabi-Charakter. Ich erst hintenrum, wahrscheinlich hat die Soße oder das Kraut noch gefehlt, was verstärkt hat. Also, erster Anlauf wirklich nicht schlecht. Mmh. Jetzt kommt Wasabi richtig rein. Kommen wir mal zu dem wahrscheinlich etwas ästhetischeren Burger noch mal hier. Also, das ist auf jeden Fall mit frittiertem Rucola. Aber ein Stein vom Bun her, ne? Das hast du gesagt, mein Lieber. Schauen wir mal. Lassen wir uns auf eine neue kulinarische Reise ein. Weg aus Asien, rein in welches Land? Nach Deutschland rein. Nach Deutschland, okay. Ist schon deutlich leichter zu essen, ja. Die sind komplett anders als so Chicken Burger, die man sonst irgendwo gegessen hat bisher. Komplett unterschiedlich. Noch nie sowas gegessen, nee, in der Richtung. Ja, vor allem vorher noch nie einen Chicken Burger gemacht, ehrlich. Mm. Also nur halt zu Hause jetzt einmal so ein bisschen Wasabi-Zeug ausprobieren. Boah, ich habe noch nie einen Chicken Burger ausprobiert. Das meine ich, super Köche, aber im Burgerbereich sehr unerfahren noch. Ja, also normale Burger halt immer gemacht. Ganz kurz, Jungs, was sagt ihr zu dem? Ich mach Pokerface, ich sag bis zum Ende. Ich mach auch Pokerface, weil es das angeht. Ja, nur das Bun enttäuscht mich. Es ist trocken, ja, das Bun ist trocken. Wenn das jetzt noch in der Pfanne schön mit Öl und so. Das war zu lange im Move. Da hättest du es dir einfach gemacht. Diese Buns sind bekannt, die sind nicht verkehrt. Einfach in der Pfanne, kannst du nichts falsch machen. Ja. Bei mir, muss ich sagen, hätte ein bisschen mehr Hähnchenbrust, finde ich, reingekonnt. Du hast sie ja durchgeteilt, aber ich finde, das Verhältnis von Hähnchenbrust zu Brot ist so fast so ein Viertel Fleisch zu, ein bisschen mehr zu drei Viertel Rest und da geht das halt. Ich finde die Soße gierig. Was ist das nochmal genau? Ananas, Mango, also selbstgemachte Mayonnaise. Nicht hier so billig gekauft wie der Simon. Junge, was für gekauft, Mann. Das aber Ananas, ist nicht Mango, gekauft. Chili. Ananas, Mango, Chili ist das. Ich hätte niemals gedacht, dass du die Hähnchenbrust so saftig hinkriegst. Sie ist saftig, geil. Das eins, wo du dir ein Eigentor geschossen hast, ist mit dem Ding aus dem Ofen. Mit dem Band. Mhm. Wie sind die Gurken? Nur als Info. Die Gurken in dem Salat. Die hier? Ich habe noch nicht mal probiert. Just for info. Finde ich in Ordnung. Ich bin auch bei Franklin. Haut mich nicht um. Kann man gut essen. Koreanischer Gurkensalat. Kann man machen, nee. Nicht verkehrt. Aber dafür ist die Beilage von Nick deutlich besser. Okay. Das ist ja die entscheidende Runde. Aber wie findet ihr das Kraut? Ich finde es gut. Es ist halt sehr westlich, das hätte man beheben müssen. Ja, das hätte man noch ein bisschen mehr ziehen lassen und ausdrücken können. Ja. Mhm. Ich finde, das ist ehrlich gesagt zu viel für den Burger. Also ich finde, es war zu viel, weil es halt super intensiv mit dem Wasabi vom Geschmack ist. Und Wasabi hat ja richtig Power. Und zwar nicht nur Schärfe, sondern ja auch einen Eigengeschmack. Und ich finde, das hat das Chicken ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr überdeckt, dass von dem nicht mehr so viel durchgekommen ist. Was hast du nachhin zu dem generell dem Burger und mit dem Coleslaw und so? Geisteskrank. Was ganz anderes, ne? Mhm. Das ist was ganz, ganz anderes. Aber ich find's gut. Mhm. Ich find's wirklich lecker. Also ich weiß, was du meinst, Jürgen, mit dem Coleslaw. Und ich kann diese Ansicht komplett verstehen. Dass wenn das vielleicht zu viel ist, es lenkt vom Fleisch ab. Aber wenn ich da wieder meine Schiene fahre und sage, okay, ich guck jetzt einfach, ob es geil schmeckt, schmeckt sehr geil. Aber klar, das überdeckt das Fleisch, ne? Und das Fleisch geht dabei runter. Und da kann man safe einfach die Meinung fahren, es ist mir zu viel. Die etwas dezentere Wahl wäre die bessere, denke ich, gewesen. Aber es schmeckt sehr lecker. Wer weiß, wie es ohne gewesen wäre.
Aber ihr habt schon gut reingehauen heute. Jetzt. Heute haben wir gut reingehauen. Mittag- und Abendessen haben die bekommen. Ja. Ey Jungs, ich danke euch, ne? Das war wirklich lecker. Das war wirklich lecker. Ja, dann würde ich sagen, schreiben wir die Bewertung auf. Die finalen Bewertungen, oder? Die finalen Bewertungen, ja. Jürgen muss das Geld gerade noch sortieren. Jungs, wollt ihr einmal noch mal zu uns kommen? Okay, Jungs, gib dir mir die Hand. Das hätten wir auch später. Nee, sag erstmal die Bewertung. Sag mir nochmal die Bewertung, dann sag ich. Du kannst deine Hand in Hand. Ah ja, du wolltest erstmal. Du wolltest erstmal deine Bewertung sagen. Okay, wir haben einmal bei Nick 7,6 von 10. Einzige Minuspunkte würde ich sagen, das Bun. Und das Verhältnis aus Fleisch mit dem Rest vom Burger. Dafür war die Beilage echt tippitoppi mit den Chips. Bei Simon habe ich 6,5, weil mich persönlich hat der Burger vom Geschmack her nicht so krass abgeholt. Ich finde, die Gerichte, die du davor gemacht hast, waren deutlich geiler getroffen. Und mir war es einfach too much, zu viel Spice, zu viel so eine Bombe aus allem. Und irgendwie konnte man nicht so wirklich einzeln rausschmecken, außer dem Wasabi. Und die Erdnüsse zum Beispiel habe ich nicht mal gemerkt und so. Auch die Beilage fand ich bei den anderen stärker. Das kannst du besser, Simon. Geil gesagt. Mann, ich liebe dich gehört. Also 1,2 Abstand war das? 1,1 Abstand zwischen Nick und Simon. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist der Abstand also auf 1,3 Punkte Vorsprung geschrumpft für dich, Simon. Das heißt, jetzt kommt Nahim. Genau, jetzt schrumpft er noch weiter, weil Simon habe ich auch eine 6,5 gegeben. Hat mich vom Geschmack wirklich nicht so abgeholt. Ich fand zwar, es war irgendwie schade, weil ich würde gerne so die Kreativität und alles belohnen, aber am Ende des Tages geht es ja um den Geschmack und den fand ich nicht so gut. Nix Burger hingegen hat mich vom Geschmack schon deutlich mehr abgeholt. Aber die Buns, Bro. Ah, Bro. Die Buns waren wirklich, das war zu trocken. Deswegen kann ich da nicht mehr als eine 7,3 geben, weil die machen schon sehr viel aus so. Aber die Zusammensetzung und alles, da hat alles gestimmt. Also ich fand es sehr, sehr lecker. Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, nur noch 0,5 Vorsprung für dich, jetzt vor meiner finalen Bewertung. Oha. Oha, jetzt könnt ihr meine Hände sehen. Das ist halt wahrscheinlich nicht das, was man gedacht hätte. 6,5 und 7,3. Mann, jetzt kannst du meine Hand nehmen. Oha, jetzt ist es ja wirklich. Also ich glaube, Nick mal eine Katze gemacht. Nein, nein, Bro. Oh, Jungs. Also, das wäre schon hart. Oh. Man gewinnt zwei Runden und dann erlebt man ja, den Ja, aber ich gönn's ihm. Das ist ja richtig. Wir gönnen uns gegenseitig. Ja. Also, Nick, für dich. Deine Mayo hat gekillt, das war so irgendwie an der Grenze, Remoulade und Mayonnaise, schöne, süße, geile Kombi, super passend auf dem Filet, wo du mich auch überrascht hast, ich habe noch nie, glaube ich, so gutes Filet auf dem Burger gegessen, super stark. Du hast mich auch abgeholt mit deiner Kombi, nur dass sie ein bisschen drüber war und die Flüssigkeit alles gekillt hat. Bei dir hat das Brötchen alles gekillt, bei dir hat die Flüssigkeit wahrscheinlich alles gekillt und dass es ein bisschen drüber war. Dein Salat hat mich nicht so abgeholt, da hat mich Nick's Salat deutlich mehr abgeholt. Die Chips. Waren ja auch mal Kartoffeln, kann man auch als Salat irgendwie. Für mich gibt es den Beilagen bedingt für beide Gerichte 6,5 Punkte, deshalb ist der Sieger. Oha! Ganz knapp, Simon. Sehr knapp. Echt knapp. So, ihr Lieben. Das war jetzt finally 0,5 Unterschied. Und boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt echt, der Burger, boah, ich bin heute alles. Vor allem das Schlimme war, so schön fand ich ihn eigentlich gar nicht. Aber ich fand die Kombi tierisch geil, aber feiner abgestimmt. Einfach feiner abgestimmt. Von der Proportion hat es nicht mehr ganz gepasst. Richtig. Und das Kraut hätte länger ziehen müssen, das muss man auch mal mit einberechnen. Das denke ich. Gut gedacht, schlecht umgesetzt. Was heißt schlecht umgesetzt? Nee, schlecht nicht. Schlecht war es nicht umgesetzt. Eine Sache nur, wenn du halt die ganzen Basics erst frisch machst und dann nur eine halbe Stunde für alle Basics, ja, das heißt, vor allem für den Krautsalat, der eigentlich längere Zeit braucht. Hättest du mehr Zeit kneten, ausbringen. Dafür ist es vielleicht einfach nicht der richtige Burger, sag ich mal so. Leicht fehlerhaft und umgesetzt, nennen wir es so, ne? Ich sage, denselben Burger, das sieht doch einfach, Digga. Denselben Burger kann ich so machen, dass es euch besser schmeckt, sagen wir es mal so. Okay, aber die Kreativität hat für sich gesprochen. Ich fand, das war eine geile Idee. Deshalb sage ich, Simon, du nimmst die 500 oder du gehst in Runde 2 um 2.500 Euro gegen einen Gegner, den ich mir noch überlegen werde. Boah, das ist mit, wenn das ihr Bock habt, spannend. Der Jury in Runde 2. Müsst ihr gucken, ob ihr denn Lust habt. Mit welcher Jury? Wenn die Lust haben noch, wenn einer nicht kann, keine Lust Ich bin Lust immer hat. Gerne am Schatz. Jungs, ja,
Um 2,5 Euro ist für dich nix. Der trägt eine Rolex hier, der kann er drauf. Casio. Von denen hat er noch 20 zu Hause. Ja. Du gehst weiter, safe. Du gehst weiter? Ich nehme die Herausforderung. Ja! Yes, baby! Ja, Mann! Ihr werdet euch wundern, wahrscheinlich, warum ich jetzt auf einmal hier sitze mit einem Mikro in der Hand und was sage. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand denken kann oder nicht, wahrscheinlich nicht. Aber es ist Folgendes passiert. Hallo Leute, ich bin gerade im Urlaub. Der Holle hat mich gerade angerufen und leider haben die festgestellt, dass die sich wohl um 0,1 Punkte verrechnet haben. Anscheinend habe ich doch verloren und der Nick hat gewonnen. Wir haben den falschen Gewinner gekürt. Es tut mir ehrlich scheiße leid. Tut mir leid, Leute, Mann. Sehr, sehr schade. Ich habe mich schon auf die nächste Runde gefreut. Ich weiß nicht mal, ob ich selber schuld bin. Denn ich hatte jemanden am Start, der hat die Punkte gezählt bei dem Battle. Das habe nicht mal ich gemacht. Ja, ich will auf jeden Fall trotzdem sagen, Nick, herzlichen Glückwunsch. Und du hast super gekocht. Auf jeden Fall trotzdem viel Spaß in der nächsten Runde. Und vielleicht sieht man sich mal wieder. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Es ist kein Spaß, wir haben den falschen Gewinner gekürt. Um 0,1 Punkte. Um 0,1 Punkte hätte eigentlich Nick gewonnen. Ich mache hier Ende. Tut mir leid, Leute. Es ist passiert. Die letzten Worte von Ferdi, bis wir die Verabschiedung noch aus dem richtigen Video sehen. So, Holle, das sind Mathe, üben wir nochmal. Ich wusste, dass du dich verzählt hast. Ich freue mich riesig, gegen Keller Dimes Kitchen in die nächste Challenge zu gehen. Um 2500 Euro. Das wird super spannend. Couscous an Simon, Nahim Sky, The Franklin, Holle und ganz wichtig an das gesamte Team. Geil, hat Spaß gemacht, Leute. Es hat Spaß gemacht und ich habe es am Telefon schon gesagt, ich freue mich schon, weil man sich einfach schon kennt und die, ja, ich wusste einfach, wir sind in der gute Konstellation. Ja. Deswegen, ich habe mich ja damals bei seiner Sendung direkt wohlgefühlt, obwohl ich am Anfang ein bisschen nervös war, aber nach 5 Minuten, wo ich jeden so habe reden gehört, dann war man gleich drin. Hat voll gepasst eigentlich. Ja, alles chillige Leute auch. So, vergisst du eigentlich die Kamera direkt. Geil, also ich denke auch bei den Jungs immer ein bisschen aufgeregt, halt mit Zeitdruck, mit die Jungs sind maximal heftig, das muss man einfach sagen. Checkt generell alle in der Videobeschreibung ab, die Jungs kann man auch buchen, die Jungs kann man abonnieren. Hab ich geil gesagt, ne? Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Ja, lasst den Daumen oben scheppern, wenn euch das Format gefällt, dann kommt mehr davon. Kommentare reinknallen, was ihr dazu sagt, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne? Ja, yes. Ching, ching. Können wir einmal alle gemeinsam ja, ching, ich bin okay. Yeah. Yeah. Shotgun, los schießen. 3, 2, 1.